Moin Leute und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des Bundesbahnprojektes in EEP. Ich habe gerade mal auf einer anderen EEP-Anlage mal nachgeschaut bezüglich der Anordnung von Weichenantrieben bei doppelten Kreuzungsweichen und ich habe festgestellt, ich brauche Weichenantriebe, einen etwas anderen Weichenantrieb und Spanndrahtrohre. Das heißt so viel wie, ich muss hier alles erstmal ein bisschen umsetzen. Und zwar wandern die Antriebe hinter diese Stellen hier, wo die sich so überlagern. Und zwar... Okay, da meldet sich gerade irgendwas über Steam. Neustarten. Ja, komm, mach einen Neustart. So. Ich muss sie jetzt erstmal so weit verschieben, dass sie außerhalb des Bereiches sind. So. Nein, nein. Ach Gott. Wenn sie Steam auf einmal öffnet. Ich hoffe mal, ich mache das jetzt so richtig. Werde ich dann halt sehen, wenn ich das alles so einsetze. So, hier einer hin, der andere ist auf der Seite. Ich hätte mir vielleicht davon einen Screenshot machen sollen, den hätte ich mir jetzt auf den zweiten Monitor legen können. Hätte ich mir das schön anschauen können. Also hinterher noch einen Meter nach hinten. Okay, irgendwo hat hier gerade was geschaltet. Ich habe es gerade gehört. Also zeigt, der Zugverkehr funktioniert halbwegs. Und fährt gerade nämlich einer raus. Ein Durchgangsgüterzug mit einer 150. Freut mich, dass es funktioniert. So, jetzt brauche ich diesen Weichenantrieb und die Spanndrahtrohre. So. Ich erkläre mal kurz, was diese Spanndrahtrohre sind. Das sind halt Rohre, in denen die Spanndrähte verliefen. Kann man aber auch zum Beispiel hierfür verwenden. Sieht dann nämlich zum Beispiel so aus. Das erste Mal, dass ich überhaupt mit sowas arbeite. Daher können sich hier ab und zu noch der ein oder andere Fehler einschleichen. So, dann senke ich das erstmal ein Stück ab. Da ist sogar noch ein bisschen mehr. So wie ich das nämlich auf der Anlage gesehen habe, muss ich die nämlich eventuell sogar noch drehen. Zumindest leicht drehen. So, jetzt kommen die Spanndrahtrohre dran. Hier so sehen diese Spanndrähte aus. Das waren halt früher wurden über halt damit Weichen gestellt und auch Signale angesteuert. Halt über Seilzüge. Dann oder andere. Ich weiß nicht, ob das vielleicht noch so geläufig ist. Vielleicht würde es ja der ein oder andere, gerade von den älteren Zuschauern, vielleicht noch kennen von den alten Stellwerken, diese großen Hebel, die dort immer umgelegt wurden. Darüber wurden diese Seilzüge mal angesteuert. So, was ich jetzt aber mal mache, sicherheitshalber. Abspeichern. Ich weiß es nicht, wie viele Stellwerke es noch damit gibt. Welche halt über diese Seilzüge noch verfügen. Also Dresden kann ich mal ausschließen.
Das ist ja noch alles elektronisch gesteuert. Das war halt so dieses, das Aufkommen dieser Ansteuerung mittels elektrischer Ströme war halt das Ende der Spanndrähte. Man brauchte halt zum Beispiel auch Spannvorrichtungen, damit die halt immer straff gespannt sind. Und ja, es war früher doch sehr viel Technik, die da verbaut war. Eventuell muss ich die weichen Antriebe hier noch wieder ein Stück zurückholen. So, und dann noch in der Gegenrichtung. 10 Meter, wie lang ist denn das hier? 20 Meter ist etwas zu lang, habe ich hier 5 Meter? 10 Meter, ist das von der Länge her hinkommend? Ich hoffe es mal. Oder ich mache es einfach so, ich kopiere mir das Ding einfach. Drehe es um 180 Grad. Einmal wieder einfügen, einsetzen und das Ding hier um einen Meter zu verkohlen. Das ist jetzt halt diese Arbeit auf Augenmaß. Also es sind solche kleinen Details, die werten halt die Anlage auch optisch auf. Dann ruhe ich die mal immer weiter um Zentimeter weiter ran. So, dann lasse ich das erstmal so. Das sieht jetzt eigentlich halbwegs in Ordnung aus. Kann man doch eigentlich so lassen. Ich konnte jetzt nicht widerstehen, einfach mal auf die Taste H zu drücken. So, selbiges werde ich nochmal hier drüben wiederholen. So, jetzt geht es erstmal dran, dass ich hier noch... Hier zumindest kann ich noch zwei Weichenantriebe setzen. Das dürfte ich sogar noch in den... paar Minuten sogar schaffen. Vorausgesetzt, mein Spiel stürzt nicht ab. Und das möchte ich nicht irgendwie. Ja, irgendwie durchsagen, auslösen. Hier habe ich aber schon wieder zersägte Schwellen. Und durch das habe ich hier wirklich zersägte Schwellen, ja. Jetzt schaue ich mir dann nochmal in 3D an. In 2D. So wollte ich sagen. Dann mache ich hier wieder einfach nur das Kopieren der Werte und das Einfügen. Ich drehe mal auf 0. Wie lang ist denn der Abschnitt hier? Ich glaube, es sind 20 Meter.
Bisschen mehr als 20 Meter. Kurz Kontrolle. Hier habe ich das nämlich nicht. Wenn nämlich die jetzt so zersägt sind, beginnen die auch manchmal zu flimmern. Gerade in dem Bereich, wo der Übergang ist. Wo sie halt die Textur noch richtig noch überlagern. Weil die sind ja in der Regel in so einer sehr flachen V-Form, würde ich es jetzt mal so nennen. Heißt sehr weit abgeflacht. Aber trotzdem ist da ein spitzer Winkel. So, wer tanzt hier aus der Reihe? Du tanzt hier aus der Reihe. Drehen, einfügen und der Weichenantrieb geht wieder auf die andere Seite. Ich fand gerade nichts Gutes, ich muss das nochmal kurz kontrollieren. Gut möglich, dass ich jetzt nämlich dadurch irgendwas verstellt habe. Fahrt, ich glaube, den muss ich jetzt auf Abzweig umstellen. Damit ja auch nichts einfach so umgestellt wird. So, gut. In 2 Minuten habe ich es noch geschafft. Jetzt darf mir bloß nicht wieder ein Fehler beim Speichern passieren. Und falls doch, mache ich es nochmal von vorne. Gut. Ging nochmal in Ordnung. So. Das waren jetzt insgesamt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Weichenantriebe, die gesetzt wurden. 9 Weichenantriebe plus die 3 Modelle nochmal hier für diese doppelte Kreuzungsweiche. Schon ein bisschen komplizierter. Wenn ich dann hier dran denke, hier dann noch die gesamten Antriebe zu setzen. Gut, das dürfte auch nicht mehr so das große Problem sein. Es ist halt eine optische Aufwertung der Anlage. Und im Übrigen, ich habe auch den Fehler gefunden. Und zwar ist das ein menschlicher Fehler. Es ist meine Ungeduld. Ich habe das immer als Fehler interpretiert, dass hier kein Zug kommt. Dabei ist es tatsächlich der Fall, dass hier eine Zeitverzögerung von 100 Sekunden eingebaut ist. Das sind also 1 Minute 40. Ne? 1 Minute 40. Dauert das immer, bis dann auch von dem Auslösen, bis dann hier auch der Startbefehl gegeben wird. Und ja, in meiner Ungeduld lag das halt, dass ich das als Fehler interpretiert habe. Irgendwas funktioniert hier nicht. Nee, es ist einfach nur halt so, dass durch die längere Zeitverzögerung das zustande kam, weil ich vorher mit 30 Sekunden gearbeitet hatte, aber das dann später zu Konflikten dann geführt hat. Dass dann teilweise Züge im Schattenbahnhof dann zusammengestoßen sind und dann der komplette Betrieb lahmgelegt wurde. Es gab auch keine Rückschaltung der Überprüfungssteuerung, ob jetzt ein Zug ausgefahren ist. Dann hätte der mir noch einen reingejagt und noch einen, und wenn ich es nicht bemerkt hätte, es hätte dann ein komplettes Chaos gegeben. Es blieb zum Glück aus. So, aber ja, gut. In diesem Sinne war es das erstmal von der heutigen Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Part des Bundesbahnprojektes in EEP.